16. Türchen. Nachdenken. Gestern war ein Fehler. Kaum hatte er den Satz ausgesprochen, bereute er ihn. Harry sah so verletzt aus. Er stand wieder auf. Okay. Panik. Er konnte Harry so nicht sehen. Er musste weg. Er hatte genug geduscht. Fluchtartig verließ er die Dusche und zog sich um. Harry blieb da. Nur ganz langsam realisierte er Malfoys Worte. Es war ein Fehler. Es war so klar, dass Malfoy nichts für ihn empfand. Doch, Moment, er doch auch nichts für ihn. Warum tat es dann nur so verdammt weh? Nein, er würde nicht damit klarkommen, in Malfoy verliebt zu sein. Draco war schneller weg, als Anne gucken konnte. Er hatte zwar nicht den Zimmerschlüssel, aber würde sich einfach irgendwo im Hotel verschanzen. Er wollte alles sehen, nur nicht Harry. Bedauerlicherweise war seine Erektion geblieben. Er verdeckte sie mit seiner Jacke unterm Arm. Das erste Schild, was ihm ins Auge leuchtete, als er das Hotel betrat, war Sauna, Erdgeschoss. Nichts wie hin. Zum Glück war er allein. Er nahm sich eines der weißen Handtücher und setzte sich. Der Raum war sehr eng, aber allein ging das. Er seufzte, musste nachdenken. Potter, verdammter Potter. Er wollte sich nicht in ihn verlieben. Oder war es vielleicht schon zu spät? Mist, Mist, Mist. Er versuchte, an etwas anderes zu denken. Doch je mehr er sich gegen seine Gedanken zu wehren versuchte, desto deutlicher sah er Harry vor seinen Augen. Es spielte ein Film vor seinem inneren Auge. Ein Film der vergangenen Tage. Wie konnten so wenige Tage nur für so viel Chaos in ihm sorgen? Harry und er gehen über den Weihnachtsmarkt. Draco schreckte kurz auf. Da war ja noch was. Sie lag sicher in seiner Nachttischschublade mit mehreren Schutzzaubern versehen, damit Harry bloß nicht auf die Idee kam, neugierig zu werden. Er lehnte sich seufzend zurück. Er wusste auch nicht, was ihn da geritten hatte. Als er dieses Funkeln in Harrys Augen gesehen hatte, wusste er, dass er ihm dieses Ding einfach kaufen musste. Und eine Erinnerung war auch schon darin. Ihr Kuss. Draco wusste, dass es lächerlich war. Mittlerweile zweifelte er sogar daran, sie Harry überhaupt jemals zu schenken. Harry. Mit roten Wangen erinnerte er sich daran, was nach dem Kuss passiert war. Das tat seinem Problem absolut gar nicht gut. Plötzlich spürte er die Hitze nur noch intensiver. Er seufzte erneut. Es war keiner hier. Langsam ließ er seine Hand unter das Handtuch fahren. Fuck, Potter.